Mein Sohn, erinnerst du dich noch an die alte Zeit? Unsere alten Helden sind vergessen wegen ihr. Ian. Paragon-Fans da draußen, ich bin... für GamerHolicsTV und heute geht es um eine neue Championatin und zwar Diana, also in Diana Jones, gespielt von... Yin, die unglaublichen Abenteurer eines archäologisch angehauchten Diebstahlwesens. Es flitzt und springt und hackt und tötet das Neue. Ja, okay, Malte, das mit der Flöte musst du noch üben. Yin ist ein Nahkampf-Carry und hat früher mit Aurora zusammen diebische Beute gemacht und war mit ihr kriminell aktiv. Und sie heißt Yin. Hat sie was mit den... Yin Mao-Kartell zu tun? Wo Twinblast einst angehörte und weshalb Gadget ihn verließ, nachdem sie ihm seine Pistolenhände gebastelt hat, muss geklärt werden, aber ihr seht schon, ich bereite da ein Lore-Video drauf vor, aber kommen wir zum Helden. Yin ist eine peitschenschwingende Nahkampf-Carry mit den Affinitäten Growth und Fury, also grün und rot. Also exactly like Rampage und sie fügt sich richtig gut in die Riege der AOE-Support-Damage-Heroes wie Seraph und Aurora ein. Ihr Kit formt sich um ein weiteres Element, nicht Eis oder Feuer, nein, es ist der Wind. Und wie kann es auch anders sein, hat sie eine Laserpeitsche und eben diesen zu kontrollieren. Seems legit. Ich finde ihn super interessant. Von allen Helden, die zuletzt rauskommen, finde ich sie jetzt vom Aussehen persönlich am süßesten, so von der Präferenz her. Aber ich glaube, da klingelt sogar ein kleines bisschen die OP-Glocke, oder? Denn unabhängig von ihrem ziemlich interessanten Skillset, mit dem sie echt extrem outplayen kann in Teamfights, hat sie im Gegensatz zum Beispiel Seraph, die auch als Nahkampf-Carry gewertet ist, die Fähigkeit und die Möglichkeit, ihren Nahkampf nicht nur auf Nahkampfreichweite auszuführen, sondern auch auf der Entfernung. Und zwar mit Windbrenner ihrer E-Fähigkeit bzw. dem Kreis, schaltet Yin ihren Autoangriff um, der jetzt auf Range wirkt und zwar ungefähr so weit wie so ein Auto-Attack von einem normalen Carry, zusätzlich aber allen Gegnern in dieser Linie Schaden zufügt und zwar 100% Schaden. Also kein Spalten wie beim Grux, wenn man auf dem Gegner einknüppelt, gehen so gewisse Prozent wieder ab, nein, 100% auf alles, was vor dir steht, für eine Zeit, die echt lang genug ist. Also lang genug für einen Teamfight auf jeden Fall. Und das ist ziemlich stark, vor allen Dingen, wenn du mit ihr auf Crit gehst. Attack Speed kannst du alleine mit dieser Fähigkeit schon beachtlichen AOE-Teamschaden rausknallen. Kannst du mit dieser Fähigkeit alleine schon beachtlichen AOE-Teamfight-Damage auf alles rausknallen. Und wie es derzeit Mode ist, hat sie auch eine Escape- bzw. Engage-Mechanik, nämlich Peitschensprung, das ist ihre Q-Fähigkeit bzw. der Viereck. Damit kann sie sich zu einem beliebigen Charakter hinpeitschen. Weißt du? Also egal ob Minion, freundlicher Mate oder Enemy. Also quasi Chimeras Sprung nur in effektiver, ohne Root, aber dafür mit relativ gutem Schaden. Ja? Aber die absolut charakterdefinierenden Fähigkeiten kommen jetzt. Und zwar ist das der Rückschlag. Was wie so ein verschwurbelter Ping-Pong-Aufschlag klingt, ist tatsächlich ein Rechtsklick bzw. die R1-Fähigkeit und vermag es, Projektile, die auf dich, deinen Helden, abgefeuert wurden, auf den Gegner zurückzuschleudern. Rampage, Stein, Decker, Stase, R2000-Rakete vom Howitzer?
Nabesch, Thunk? Oder stellt euch mal vor, man könnte, ach du Scheiße, vom Iggy eine Molotow reflekten. Aber mal im Ernst, diese Fähigkeit als solches ist jetzt keine krasse Schadensfähigkeit oder so, zumindest nicht potenziell. Aber wie krass ist das in der R2000, wie viel Schaden die eigentlich macht von Howitzer? Die zurückschleudern zu können ist schon echt krass, oder einen Stun zu verhindern auf eine Mate oder auf dich selber beim Gank, wie krass. Der Klassiker, da kommt eine Decker um die Ecke und will dich stunnen, du reflektest und stunst sie und kannst dadurch einen Teamfight in die Schäden. Oder was auch immer, ich finde die Fähigkeit richtig krass, vor allen Dingen in Kombination mit ihrer Ultimate DR-Fähigkeit oder dem Dreieck, und zwar hemmender Wirbel. Diese Fähigkeit ist alleine völlig nutzlos. Und die macht gar nichts, und zwar hast du dann eine Blase um dich drumherum, eine Windblase, und alle Projektile, die dich in einem Zeitraum angreifen, die werden dort abgebremst, so Slow-Motion-Matrix-Style. Finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Das heißt, wenn eine Kuh kommt von Decker, ein Stein und eine Rakete und 5 Carry-Schüsse, dann werden die alle da drinnen gesammelt. Und wenn du dann deinen Rechtsklick machst, werden alle diese gleichzeitig zurück wieder auf die Gegner geschleudert. Das Problem ist nämlich, dass der Rückschlag, ihr Rechtsklick bzw. R1, immer nur wirklich ganz kurz, also quasi ein Projektil zurückwirft, wenn du es richtig timest. Okay, soweit so gut. Aber in Kombination mit der Ultimate kannst du zumindest Teamfights entscheiden. Das Problem ist jetzt mit ihr, dass sie extrem skillabhängig sein wird und sie sich potenziell vielleicht useless anfühlen kann, weil das wirklich sehr situative Effekte sind. Wenn sie funktionieren, könnte das ein Gamechanger sein oder beziehungsweise den Teamfight komplett für dich entscheiden. Aber bis dahin hast du sowas, so einen Greystone-Effekt. Du hast eine Ultimate, die passiv ist, du hast eine E, die passiv ist, und bis dahin hast du eigentlich relativ wenig aktive Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, was Greystone meiner Meinung nach zu einem relativ langweiligen Held macht. Dieselbe Problematik könnte ihr zuteil werden, aber wenn man sie jetzt als Carry betrachtet, und das ist sie nun mal, sie ist ein Carry. Carries verlassen sich ja seit jeher nur auf ihren Auto-Attack und alles andere ist schmückendes Beiwerk, von ihren Ultimates mal abgesehen. Aber sie hat halt jetzt nicht keine Damage-Ultimate, sondern eine Ultimate, die einen Support-Charakter hat. Das heißt, sie supportet das Team wie eine Seraph-Ultimate, nur halt noch skillbasierter. Und das finde ich ziemlich interessant. Was ich aber nicht interessant finden werde, ist wahrscheinlich die Solo-Pick-Rate, die wird wahrscheinlich unterirdisch sein, weil im Solo-Pick hast du Leute, die das nicht schaffen, und wenn sie ihre Ultimate nicht genau im richtigen Augenblick zündet, um so Schlüsselfähigkeiten zu reflekten, ist ihre Ultimate einfach sinnlos. Und dann nimmt man natürlich lieber eine Sparrow mit oder einen Murdoch oder einen Twin Blast. Von daher ist es wahrscheinlich eher was für die High-Elo-Plays. Im Solo-Queue wird sie wahrscheinlich nicht viel reißen. Danke, Merkel! Auch wenn sie mit dieser ganzen Reflect-Mechanik ein sehr spaßiger Charakter zum Spielen sein wird. Wenn du gegankt wirst, wie gesagt, auf der Lane, Rampage, Stein, Reflected, und du kannst in Ruhe wegspazieren, ist ein bisschen nervig, will ich meinen. Und wenn Chimera anspringt, dann peitschst du dich halt einfach zu deinen Minion und bist dann auch wieder draußen. Das könnte schon Spaß machen, aber der Hauptfaktor ist ja, welchen Held nehme ich lieber mit, weil Spaß machen eigentlich die meisten Helden. Aber ich nehme keine Seraph in der Regel mit, weil ich vielleicht lieber eine Aurora dabei habe oder einen vernünftigen Carry. Und man wird wahrscheinlich auch keine Yin dabei haben, weil man lieber eine Sparrow dabei haben wird. Das ist das Problem, was ich mit dem Helden sehe. Rein vom Kit her absolut innovativ, rein vom Kit her sehr intelligent und auch sehr skillbasiert. Und davon gerne mehr, denn letztendlich möchten wir genau solche Helden haben und keine super YOLO-Deathball-Helden, die uns dann alle kaputt rollen. Ernsthaft, du hast bis zum Schluss geguckt? What the fuck?